Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist wieder euer Junge Relax und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir das Ding mal aus jetzt und ab dafür was weglegen hier. Und heute gibt es ein Video, worauf ich mich schon so lange gefreut habe, es zu machen. Ich wusste nicht genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, weil wegen Urheberrecht und bla bla bla, wegen Veröffentlichung von irgendwelchem Material, was man irgendwie in so einem Zeitpunkt nicht zeigen darf. Aber heute, ihr seht es da unten schon im Titel und ihr habt es auch schon in meinem Titel gelesen. Es geht um meine Reaktion und meine Meinung zu Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Wir schauen uns heute den deutschen Trailer an und ja, ich gebe dann am Ende noch meine Meinung ab und ich freue mich mega auf diesen Trailer. Ich habe den englischen nämlich schon gesehen, den deutschen habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Deswegen bin ich umso mehr gespannt auf den deutschen Trailer. Der kam vor ein paar Tagen schon raus. Aber ich habe einfach noch nicht die Zeit gefunden, den zu schauen. Und bei uns ist auch leider zwischendurch mal kurz das Internet abgeschmiert. Und deswegen schauen wir uns heute mal gemeinsam den deutschen Trailer an. Wir haben all unser Wissen weitergegeben. Boah, Lukes Stimme, mega! Zum Start hier! Über 1000 Generationen leben in dir weiter. Mach das Lichtschwert an, ich mach's auch an. Ray, gemeinsam machen wir das Lichtschwert an. Das ist dein Kampf. Jede Generation hat eine Legende. Mega, mega. 2019. Han Solo. Alter. Lando Calrissian ist back, Leute. Er ist zurück. Mega. Wir werden immer mit dir sein. Niemand geht hier wirklich. Star Wars. Der Aufstieg Skywalkers. Mega! Mega, mega geile Kacke hier am Start. Muss ich echt sagen, gefällt mir persönlich wirklich sehr, dieser Trailer, weil Episode 8 vor allem ganz besonders, muss ich ehrlich zugeben, hat Star Wars für mich so ein bisschen ins Schwanken gebracht. Und jetzt Episode 9 biegt für mich das ganze Zeug hier wieder gerade und das finde ich mega gut. Das finde ich mega, mega gut, diesen Trailer. Vor allem Palpatine kommt wieder zurück, das finde ich mega krass. Vor allem, ich frage mich, in welcher Form kommt er wieder zurück? Kommt er als Machtgeist zurück? Am unwahrscheinlichsten denke ich allerdings, dass er als wirklich reale Form wiederkommt. Ja, weil er wurde ja diesen Schacht von Darth Vader runtergeschmissen. Und ich denke nicht, dass er diesen Sturz überlebt hat. Allerdings, man sollte auch bedenken, Darth Maul ist was Schlimmeres passiert. Er ist in Schacht runtergefallen und wurde in zwei geteilt von Obi-Wan damals. Ja, ja, das dürfen wir nicht vergessen hier. Ja, meine Meinung zu Episode 9. Ich freue mich mega auf diesen Film. Ja, ich freue mich mega auf diesen Film. Weil einfach Lando Calrissian ist wieder da, ja. Der Imperator kommt in irgendeiner Form, Art und Weise wieder zurück. Und ich muss aber auch sagen, das deutsche Lachen gefällt mir bei weitem nicht so gut wie das englische Lachen. Weil wenn ihr den englischen Trailer mal gesehen habt und vergleicht das mal mit dem deutschen Lachen, mir gefällt das englische Lachen tatsächlich besser. Und was ich auch nicht weiß, ist, ob beim deutschen Lachen sich es dabei um eine alte Aufnahme handelt. Weil beim englischen Trailer wurde bereits bestätigt, dass das Lachen eine alte Aufzeichnung des damaligen Schauspielers zu Imperator Palpatine war. Oder beziehungsweise ist. Und ja, mega. Also jede einzelne Szene in dem Trailer genießt man wirklich beim Zusehen, beim reinen Zusehen. Ich freue mich, wie gesagt, mega auf diesen Film. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf diesen Film. Ja, und möge die Macht
stets mit euch sein. Bruder, muss los, Alter. Ich hab jetzt keine Zeit mehr zu labern. Ah!